Ich bin Adriana und ich heiße dich herzlich willkommen zum dritten Tag der 5-Tage-Yoga-Challenge. Wenn das dein erster Tag ist, dann darfst du natürlich mit diesem Video starten. Ich werde dir eine Playlist mit den anderen Videos oben rechts oder unten in die Infobox packen. Die heutige Einheit wird eine Power-Yoga-Einheit sein. Das heißt, wir werden viel in Bewegung bleiben und viel Kraft sowie natürlich auch Flexibilität aufbauen. Es wird anstrengend heute, aber genau das macht eine Power-Yoga-Session aus. Ich hoffe, es macht dir Spaß und wenn du bereit bist, dann breite deine Matte aus und bis gleich. Willkommen auf deiner Matte. Setz dich in einen bequemen Fersen- oder Schneidersitz. Lege deine Hände auf deine Oberschenkel ab. Richte dich einmal auf und lasse die Schultern nach unten sinken. Schließe gerne deine Augen. Nehme einen tiefen, langen Atemzug. Komme langsam auf deiner Matte an, bevor wir gleich starten. Und atme ein. Hebe die Arme lang über die Seiten nach oben an. Zieh dich in die Länge. Für die Handflächen zueinander, atme aus, Hände vors Herz. Wir starten in einer Katze-Kuh-Bewegung, gehe dafür in den Vierfüßlerstand. Spanne bewusst deinen Bauch an und schau, dass die Schultern über den Handgelenken liegen, die Hüfte über den Knien. Atme ein, lasse deinen Bauch Richtung Matte sinken, schau nach oben in die Kuh. Ausatmend in die Katze, werde voll und rund, Bauch weiterhin anspannen. Und einatmen, in die Kuh, Bauch Richtung Matte sinken lassen, schau nach oben. Und ausatmen, werde voll und rund, schieb dich weg von deiner Matte. Und noch einmal einatmen in die Kuh, Brustkorb öffnen und ausatmen in die Katze. Kehre zurück in den Vierfüßlerstand. Wir wollen unsere Handgelenke aufwärmen. Drehe einmal die Hände so, dass die Finger zu dir zeigen. Die Daumen zeigen jeweils nach außen und schieb dich ganz sanft zurück. Setz dich nach hinten ab, wenn es für dich angenehm ist, wenn es sich angenehm anfühlt. Ansonsten bleibe im Vierfüßlerstand. Halte und kehre zurück. Drehe nun die Hände so um, dass die Handrückseiten auf der Matte aufliegen und die Finger zu dir zeigen. Bleibe hier im Vierfüßlerstand, halte auch hier für einen kurzen Moment und lege die Handflächen wieder auf der Matte ab. Stelle die Zehen auf. Wir wollen unser Powerhouse aktivieren, also unser Zentrum, unsere Bauchmuskeln. Und dafür darfst du einmal die Knie von der Matte anheben. Halte dich hier und versuche immer noch die Hüfte über den Knien zu lassen. Und Knie wieder ablegen. Wir wollen gleich in eine Bewegung, wobei du erneut die Knie anheben darfst, alles anspannen und dich zurückschiebst in eine Art herabschauenden Frosch, also zwischen die Beine. Halte kurz, ausatmen, einatmen, kehre zurück. Knie über der Matte schweben lassen und ausatmen, herabschauender Frosch und einatmen, Knie zur Matte nicht ablegen und noch einmal herabschauender Frosch, ausatmen, zurück, Knie Richtung Matte nicht ablegen, noch zweimal, schieb dich zurück, ausatmen, herabschauender Frosch, kurz halten und Knie zur Matte, ausatmen, herabschauender Frosch und noch einmal Knie zur Matte, kurz halten und zurück, herabschauender Hund. Schieb dein Gesäß Richtung Decke, trete deine Beine aus, schaffe Länge in den Beinrückseiten und nimm hier zwei tiefe Atemzüge, Schultern entspannt. Wir machen weiter mit unserer Aufwärmsequenz. Hebe dafür einatmen, dein rechtes Bein lang Richtung Decke an. Und ziehe große Kreise mit deinem rechten Bein. Lasse dein Bein nach innen kreisen, also zum linken. 4 und 5. Und nun nach außen kreisen. 5, 4, 3, 2, 1. Und bringe dein rechtes Bein zurück zum linken. Andere Seite, hebe dein linkes Bein lang nach oben an und lasse dein Bein nach innen kreisen, Hüfte mobilisieren
und Richtung wechseln und 5, 4, 3, 2, 1 und zurück, herabschauen nach unten. Lasse die Fersen Richtung Matte sinken, schaffe einmal Länge im Oberkörper und laufe dann in kleinen Schritten an den Anfang deiner Matte. Ganze Vorbeuge, Stirn Richtung Knie, gerne die Beine noch gebeugt lassen. Den Handgelenken eine Pause gönnen. Atme ein, zieh dich in die Länge, in die halbe Vorbeuge und roll dich ins Stehen, Tadasana. Verwurzel die Beine in die Matte, Bauch ist angespannt. Die Arme lang zur Seite einatmen, zieh dich leicht nach hinten, atme aus, ganze Vorbeuge. Atme ein, halbe Vorbeuge, zieh dich in die Länge, lege die Hände auf die Matte ab, laufe nach hinten, Plank-Position. Bilde ein Brett, alles ist angespannt, atme aus, leg dich auf deiner Matte ab. Die Hände befinden sich auf Brusthöhe, atme ein, Oberkörper anheben für die kleine Kobra. Wenn du magst, darfst du in die High Cobra. Noch einmal tief einatmen und ausatmen, schieb dich zurück, herabschauender Hund. Wir starten mit unserer ersten Übung. Hebe einatmen, dein rechtes Bein lang Richtung Decke an. Atme aus, Knie zur Brust und dein rechtes Bein nach vorne zwischen die Arme. Finde deine Balance und hebe die Arme über vorne nach oben an für den hohen Ausfallschritt. Und greife langsam deine Finger hinter deinem Rücken, verschränke sie ineinander, bilde eine Faust. Und bleibe entweder mit der Faust an deinem unteren Rücken oder zieh sie lang nach hinten, öffne die Schultern. Wir wollen gleich in eine Bewegung und dafür darfst du dein rechtes Bein langsam ausstrecken für die Pyramide. Und zurück in den Ausfallschritt. Und einatmen, Bein ausstrecken, ausatmen, Ausfallschritt. Noch dreimal. Ausatmen, beugen, einatmen, ausstrecken. Und noch einmal ausstrecken, einatmen, beugen, ausatmen. Die Arme Richtung Decke anheben, die Finger Richtung Matte, schieb dich zurück, herabschauender Hund. Wir machen weiter, sodass wir in Bewegung bleiben. Hebe dafür einatmen, dein linkes Bein Richtung Decke an, atme aus, Knie zur Brust, Bauch ist angespannt. Dein linkes Bein nach vorne, zwischen die Arme über vorne nach oben, hoher Ausfallschritt. Bauch ist fest, du weißt, was kommt. Verschränke die Finger hinter deinem Rücken ineinander, öffne die Schultern, zieh die Faust nach hinten, wenn du magst. Und strecke dein linkes Bein aus, atme ein. Ausatmen, linkes Bein beugen. Und ausstrecken, beugen, ausstrecken, ausatmen, beugen, einatmen, ausstrecken, ausatmen, beugen und ein letztes Mal ausstrecken, ein letztes Mal beugen. Zieh die Faust noch einmal nach hinten, halte kurz, löse die Finger voneinander. Und bringe die Fingerspitzen Richtung Matte, schieb dich zurück, herabschauender Hund. Nimm hier einen tiefen Atemzug und roll dich dann Wirbel für Wirbel an den Anfang deiner Matte. Halte kurz, wir wollen gleich in 4 Push-Ups. Wenn du magst, leg dich auf der Matte ab, ansonsten gehe mit mir. Ausatmen Richtung Matte und drück dich zurück. 2, 3, und 4 und herausschauender Hund oder kleine Kobra. Tief einatmen und ausatmen, herabschauender Hund. Halte kurz, entspanne die Schultern, lasse deinen Kopf locker herunterhängen. Und rolle dich erneut, Wirbel für Wirbel. An den Anfang deiner Matte in die Plank-Position. Halte, wir wollen in die Side-Plank. Rolle dafür auf die rechte Seite. Lasse deinen linken Fuß vor dir, wenn du magst und bleibe in dieser Variante. Oder wenn du möchtest, darfst du dein rechtes Knie ablegen
und dich in dieser Side-Plank-Variante halten oder mit mir in eine Variante gehen, die sehr fortgeschritten ist. Und dafür darfst du dein linkes Bein anwinkeln, einmal anheben, deine Balance finden und die Beine ineinander verschränken und sie in eine Adlerposition bringen, Adlerbeine, und deinen linken Arm lang nach vorne ziehen, Länge schaffen in deiner linken Flanke, dich erhalten und langsam lösen, zurück in die Plank und Richtung Matte ausatmen. Einatmen, kleine Kobra oder heraufschauender Hund, und ausatmen, herabschauender Hund. Es macht nichts, wenn die Plank mit den Adlerbeinen nicht sofort geklappt hat. Wenn du diesen Flow öfter übst, dann wirst du schnell Fortschritte merken. Und laufe ganz langsam an den Anfang deiner Matte in eine ganze Vorbeuge. Und atme ein in die halbe Vorbeuge, roll dich ins Stehen, Tadasana. Atme ein, hebe die Arme lang über die Seiten nach oben an, zieh dich leicht nach hinten. Ausatmen, ganze Vorbeuge. Atme ein in die halbe, zieh dich in die Länge. Lege die Hände auf der Matte ab, laufe nach hinten in die Plank-Position. Atme aus Richtung Matte, kleine Kobra oder herabschauender Hund. Einatmen, ausatmen, herabschauender Hund. Mache natürlich weiter mit links, das heißt, roll dich nach vorne in die Plank-Position, roll dich auf die linke Seite. Für die Side-Plank bleibe hier mit dem rechten Fuß vor dir als Stütze oder lege dein linkes Knie ab für eine unterstützte Side-Plank und ziehe den rechten Arm lang nach vorne oder gehe mit mir in die fortgeschrittenere Variante, finde deine Balance, hebe dein rechtes Bein an und umschlinge deine Beine. Lege gerne den linken Fuß ab für einen besseren Halt. Zieh deinen rechten Arm lang nach vorne, halte. Und kehre zurück in die Side Plank, zurück in die Plank. Atme aus Richtung Matte, einatmen, kleine Kobra oder herausschauender Hund, ausatmen, herabschauender Hund. Nimm hier einen tiefen Atemzug. Und laufe langsam nach vorne an den Anfang deiner Matte für die ganze Vorbeuge. Atme ein in die halbe, zieh dich in die Länge. Und roll dich ins Stehen, Tadasana. Weiter im Stehen. Verwurzel dafür die Beine in die Matte, nimm die Arme nach oben, setz dich tief in den Stuhl. Die Beine sind hüftbreit, Bauch ist fest. Achtung, verlagere dein Gewicht auf dein rechtes Bein und bringe dein linkes Bein nach hinten in den Krieger 2. Lasse deinen linken Arm nach hinten rotieren und finde Stabilität in den Beinen. Halte. Nimm einen tiefen Atemzug, spanne den kompletten Körper an, lasse die Handflächen nach oben zeigen, bringe die Handflächen zueinander in Gebetsposition und setze dich tief in die Gotteshaltung. Halte, sinke etwas tiefer, einatmen, die Arme nach oben, dreh dich nach hinten in den Krieger 2 mit links. Also dein linkes Bein ist gebeugt, dein rechtes Bein ist ausgestreckt. Halte kurz, kehre zurück zur Mitte, kurz in die Gotteshaltung, bevor du mit mir in die breitbeinige Vorbeuge gehst. Lasse die Zehen nach vorne zeigen, bringe gefühlt die Kopfkrone Richtung Matte und halte gerne deine Fersen fest. Bleibe lang und gerade im Rücken, genieße die kurze Pause und einatmen, halbe Vorbeuge, roll dich ins Stehen, zurück in den Krieger 2 mit rechts,
Dein rechtes Bein ist gebeugt. Und verlagere dein Gewicht erneut auf dein rechtes Bein. Bringe deinen linken Arm sowie dein linkes Bein nach vorne zurück in den Stuhl. Halte kurz, sinke vielleicht noch etwas tiefer und richte dich langsam auf. Tadasana. Atme ein, nimm die Arme nach oben für den Stuhl, setz dich tief, halte, verlagere dein Gewicht auf dein linkes Bein, bringe dein rechtes Bein nach hinten für den Krieger 2, schau nach vorne über die linke Hand und beide Beine beugen für die Gotteshaltung, Hände in Gebetsposition vor die Brust. Bleibe aufrecht im Oberkörper, also sinke nicht so sehr nach vorne. Und dreh dich nach hinten auf in den Krieger 2 mit rechts. Schau über die rechte Hand nach hinten, so zum Ende deiner Matte. Halte. Und kehre zurück zur Mitte. Kurz zurück in die Gotteshaltung, beide Beine beugen und einatmen, aufrichten, ausatmen, beug dich nach vorne in die breitbeinige Vorbeuge. Halte, atme ein, halbe Vorbeuge, zieh dich in die Länge und richte dich langsam auf. Kehre zurück. Krieger 2 mit links, kurz halten, schau wieder nach vorne zum Anfang der Matte und bringe dein rechtes Bein zurück sowie den Arm in den Stuhl. Bauch ist fest. Richte dich langsam auf ins Stehen. Tadasana, der Berg. Atme ein, hebe die Arme lang über die Seiten nach oben an, zieh dich in die Länge, vielleicht etwas nach hinten. Atme aus, ganze Vorbeuge. Atme ein in die Halbe. Lege die Hände auf der Matte ab, laufe nach hinten in die Plank-Position. Und ausatmen Richtung Matte, einatmen in die kleine Kobra oder heraufschauende Hund. Atme aus in den herabschauenden Hund. Und breite die Beine mattenbreit aus. Laufe mit den Händen Richtung Füße, beuge beide Beine und setz dich in Malasana, die Hocke. Bleibe hier für einen kurzen Moment. Öffne gerne die Hüfte noch etwas mehr, indem du mit deinen Armen deine Knie etwas weiter nach außen öffnest und lege die Finger, die Hände auf der Matte ab, setz dich auf der Matte ab und positioniere dich mittig. Wir wollen noch in eine letzte Bauchübung, in keinem Power Yoga Flow darf das Boot fehlen und dafür möchte ich dir ein paar Varianten zeigen. Entweder stützt du dich hinter dir ab mit deinen Fingerspitzen. Oder du greifst mit deinen Händen deine Kniekehlen und hältst dich hier. Oder du lässt deine Arme nach vorne zeigen und hältst dich so. Oder du streckst deine Beine aus für das volle Boot. Halte. Bauch ist angespannt, Rücken ist gerade. Zieh die Beine zu dir. Versuch dich mit dem Oberkörper Richtung Beine zu heben. Nimm noch einen tiefen Atemzug und langsam lösen. Robbe ans Ende deiner Matte, zieh die Arme lang nach vorne und leg dich auf deiner Matte ab. Wir wollen noch in eine letzte Drehhaltung liegen. Breite dafür beide Arme rechts und links von dir aus. Lasse deine Beine nach links kippen, lasse sie übereinander. Und schau nach rechts zur rechten Hand oder schließe deine Augen. Entspanne, halte für einen kurzen Moment. Kehre dann zurück zur Mitte.
Schau nach links, lasse beide Beine nach rechts kippen, dreh dich hier schön ein, lass die Schulter nach hinten sinken. Auch hier kurz halten. Und kehre zurück zur Mitte. Wir wollen noch in die Happy Baby Pose. Greife dafür mit Daumen, Zeigefinger und Mittelfinger deine großen Zehen. Und lasse dich nach rechts und nach links wiegen. Zieh die Knie sanft zu dir. Halte für einen kurzen Moment. Löse dann, umarme dich, umarme deine Beine. Zieh die Knie zu dir ran. Halte und lege dann deine Beine ab. Lasse die Füße locker auseinanderfallen, die Handflächen zeigen nach oben Richtung Decke, die Schultern sind abgelegt. Und nimm dir hier einen kurzen Moment und genieße mit mir Shavasana. Atme tief in den Bauchraum hinein und bleibe gerne so lange im Shavasana liegen, wie du magst, wie du brauchst. Ansonsten leg dich mit mir auf einer Seite ab, bleibe auch hier für einen kurzen Moment. Und richte dich langsam auf in einen bequemen Schneidersitz. Nimm dich einen kurzen Moment, richte dich auf, lege die Hände auf deine Knie ab, kehre langsam zurück. Und hebe dann einatmen mit mir die Arme lang über die Seiten nach oben an. Bring die Handflächen zueinander, atme aus, Hände vors Herz. Ich bedanke mich bei dir, dass du deine Praxis mit mir teilst, von meinem Herzen zu deinem Namaste. Ich freue mich, dich morgen wiederzusehen bei unserem nächsten Yoga Flow in einer 5-Tage-Challenge. Und vergiss nicht, meinen Kanal zu abonnieren, um kein Video mehr zu verpassen. Lass mir einen Daumen nach oben da und ich freue mich über jeden Kommentar. Und schau auf meinem Kanal vorbei, da findest du weitere Yoga-Flows, genauso wie Food-Inspiration, Pilates, Meditation.